Hi, ich bin's wieder, Marc, und wir sind immer noch auf der Eurobike, jetzt im Indoor-Bereich. Und zwar haben wir jetzt hier eine baskische Fahrradmarke, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, aber gerade im EMTB-Bereich kennen jetzt gar nicht alle die besonderen Merkmale des X-Tab Carbon. Und der Alex von BH Bikes erzählt uns mal, was dieses Bike so besonders macht und welche Vorteile zum Beispiel die ungewöhnliche Rahmenform hat. Hi, grüßt euch zusammen. Ja, das X-Tab Carbon ist unser Shimano-Modell. Wir haben verschiedene Motoren, Antriebe, mit denen wir arbeiten. Und bei dem Shimano-Modell hat sich VH überlegt, was können wir mit der Integration mit einem gebogenen Akku, was können wir damit machen, wie können wir ein Rad formen. Daraus ist das X-Tab Carbon geworden. Im Vergleich zu unseren anderen Rädern mit Brose oder mit unserem eigenen Motor, dort ist ein herkömmlicher Rahmen. Bei dem X-Tab Carbon ist der geschwungene. Grundsätzlich muss man sagen, ja, von der Optik her ganz anders, aber auch vom Fahrverhalten. Das X-Tab Carbon ist ein extrem gutmütiges Bike für den Park, für den Trail, für die Waldwege. Ihr habt ein sehr ausgewogenes Bike, ihr habt verschiedene Ausstattungsvarianten, ihr habt verschiedene Dämpfereinheiten drauf. Und wenn ihr euch wundert, wie der Akku hier reinkommt, viele fragen, ja, ist das ein gestückelter Akku, der dann, wenn man rauszieht, dann praktisch in eine Form geht oder wie sieht er aus? Normalerweise hätten wir jetzt einen Schlüssel dabei, ich könnte es euch zeigen, sobald die Klappe auf ist und der Akku entnommen wird, hat er tatsächlich die Form wie von einer Banane. Das heißt, der Akku ist starr, 720 Watt stark, das heißt, bei dem EP8, was von Shimano hier verbaut wird, haben wir auch einen sehr leistungsstarken Motor, der vom Fahrverhalten her natürlich etwas anders zu fahren ist wie ein Brose oder wie ein Bosch Motor, ist aber gewollt. Das ist ein Rad für einen sportlichen Fahrer, der wirklich durch die Tretbewegung, durch auch seine Kraft erst den EP8 wirklich zu seiner Leistung bringt. Ansonsten, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Ausstattungsvarianten, die seht ihr hier vorne. Wir haben verschiedene Farbkombinationen bei den Top-Modellen. Die Top-Reihe X-Tab Carbon kann man sich auch als Unique-Bike machen. Das heißt, ihr könnt die komplette Farbgebung selbst bestimmen mit eurem Namen drauf. Und ansonsten vielleicht eine kleine Anmerkung, was nicht nur das X-Tab und das Atom X oder unser iLynx ausmacht. Der ein oder andere fragt sich, Moment, hier ist kein starrer Hinterbau. Hier ist eine Schraube in dem Bereich drin, ja. Was bringt das? Und das sogenannte Split-Pivot-System ist keine neue Erfindung von BH, sondern bringt den Vorteil, sobald ihr im Wald mit den Bikes unterwegs seid, egal ob X-Tab, egal ob Atom X oder iLynx, es ist die Traktionskontrolle für das E-Bike. Das heißt, in dem Moment, wo ich über Unebenheiten fahre und das Rad im Hinterbau anfängt zu schlagen, habe ich bei Druck aufs Pedal, eigentlich sollte ich immer die Berührung vom Rad, vom Hinterbau schön im Wald haben. Das heißt, das Rad fängt nicht an zu schlagen, sondern Fahrkontrolle, Traktionskontrolle. Wie ist denn auf dem deutschsprachigen Markt das Feedback auf die, sag ich mal, ungewöhnliche Optik? Ist das eher polarisierend oder ist es auch so, dass es eine Fangemeinde gibt, die Leute, die das besonders feiern? Ja. Also grundsätzlich, mein Gebiet, ich mache Baden-Württemberg, gibt es eigentlich eine ganz lustige Aussage. Punkt 1 ist natürlich wichtig, dass das Rad live gesehen wird. Im Katalog sieht man die Form, das Geschwungene, sagen viele Händler, naja. Sobald ich das Rad dann live bei meinen Händlern dabei habe und das Rad gesehen wird, kommt der Aha-Effekt. Wow, das sieht ja viel besser aus als im Katalog. Und meine schönsten Erlebnisse sind eigentlich, wenn ich mit meiner Familie auf dem Campingplatz schön unterwegs bin mit meinen Demo-Bikes und dann kommen die anderen Camper, die auch mit Rädern unterwegs sind und sagen, wow, was ist denn das für eine Granate? Und wenn es dann auch immer im Handel heißt, oh, sehr schwieriges Bike von der Form her, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so in der Gänze da ankommt und auf einmal die Endverbraucher das deutliche Signal zurückgeben, toller Rahmen, tolle Form, kommt gut an, endlich mal was anderes wie die herkömmlichen Bikes, die man sonst auf dem Markt kennt, egal ob es jetzt unsere Rahmen sind oder auch von anderen Mitbewerbern.
Und von daher natürlich muss es auch eine gewisse Fangemeinde geben, die sich grundsätzlich für BH interessiert, für auch das Innovative, was BH macht. Aber ansonsten ist es eine sehr polarisierende Form, die natürlich in der Verhältnismäßigkeit, muss man schon ehrlich sein, natürlich trotz alledem weniger gekauft wird als der konventionelle Rahmen. Aber das ist auch bei den X-Tep Carbon, geht es auch nicht um die Masse. Das ist kein Massenrad, sondern das ist eher wie, ich sag mal vorsichtig, die Kirsche auf der Schwarzwälder Torte, dass man sich da eben dann noch eins, noch zwei, noch drei mit reinnimmt. Das ist wie gesagt kein Massenrad, wo ein Händler jetzt 50 Stück davon kauft. Davon haben wir andere Modelle. Das fand ich jetzt sehr aussagekräftig und ich verlinke unten mal unter dem Video die Videos, die ich mit dem Rad mal gefilmt habe, weil ich habe es mal getestet mit Kamera. Schaut da mal rein. Und ich kann es bestätigen, auf jeden Fall gute, ausgewogene Geometrie. Und den Link zur Webseite von BH Bikes findet ihr auch unten. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann.